Machen wir doch lieber eine gepanzerte Brust. So. Okay, sieht besser aus. Alles klar, können wir später noch solche Hartschal-Dinger hinten drauf packen. So, und fertig sind wir. Krasse Evolution in einem Schritt. Kann man nichts sagen. Also, ich bin beeindruckt. Biestig sehen sie aus, aber wir experimentieren hier. Ja, das ist ja ein Let's Play-Video. Da gucken wir mal, was ich noch draus machen lässt. So, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal ein kleines Baby und bekommen ein Mini-Tutorial, was wir jetzt alles können. Rammen. Ja, wunderbar. Und beißen. Happiness. So, 14 Hitpoints. Na, das ist doch schon mal was. Und gleich mal ein bisschen stabiler, dann können wir diese, wie hießen sie? Tunt. Lauf, Opfer. Tja, und schon sind wir etwas stärker. Ja, vielleicht finden wir noch irgendeinen Tund-Alpha. Nö, nicht wirklich. Na komm. Schlag zu. Danke. Und wieder eine Spezies ausgelöscht. Ih, ein fauler Apfel. Nee, wollen wir nicht. Aber da vorne ist ein Skelett. Das wollen wir. Skelett! Wunderbar! Oh, neue Mandibeln! Wundervoll! Was haben wir hier? Irgendein Accessoire? 3 Gesundheit gibt es Ding. Ein Alpha-Yoda. Ein Yoda. Interessant. Von Kick Your Butt. Ist neutral mir gegenüber eingestellt. Klar, ich habe noch keinen von denen gefressen. Das kommt jetzt. Oh, neue Augen. Kann ich mich demnächst von diesen Ozellen verabschieden. Guck mal da, die Dream. Aha, die sind nur ein bisschen größer. Okay, Angriff. So, und was passiert jetzt? Plopp macht's. Und ich habe ein großes Gehirn. Ah, falsch. Ein größeres. Irgendjemand ist gerade in den Channel reingestürmt. Wen darf ich denn begrüßen? Hallo, hallo, hallo. Ach, guten Abend, Stick. Guten Abend. Ich bin gerade dabei, ein Let's Play-Video von Spore zu machen. Okay. Und du bist jetzt live mit dabei beim Videomitschnitt. Juhu. Yeah. Ja, und ja. Vielleicht kannst du ja der Game Genius Community erklären, worüber du ein Let's Play machen möchtest oder was dir so in den Sinn gekommen ist, während wir hier dabei zuschauen, wie meine insektoiden Gagianer weiter vor sich hin mutieren. Ja, ganz einfach. Ich habe mir so den Tag über gedacht, während ich ganz schlechte alte Filme geguckt habe, mache ich ein Let's Play Video oder mache ich kein Let's Play Video, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich mache keins. Okay. Weil, ehrlich gesagt, ich persönlich finde, es gibt nichts Langweiligeres, als irgendeinem Fremden beim Zocken zuzugucken. Richtig, aber interessanterweise sind es auch die erfolgreichsten Game-Videos auf YouTube. Womit eigentlich nachgewiesen wäre, dass bei YouTube haufenweise, ja, Leute online sind. Mal politisch neutral auszudrücken. Ja, sagt übrigens der gleiche Mensch, der Videos mit bis zu einer Stunde länger in YouTube reinsetzt, ne? Diese Videos werden auch geguckt.
Na, siehst du mal. So, jetzt habe ich neue Augen bekommen. Die setzen wir gleich mal auf den Kopf drauf. Böse. Gibt's ansonsten Neuigkeiten bei dir? Ja, ich habe mir bei der Spielepyramide, der ein oder andere wird sie kennen, Stronghold 2 für 96 zugelegt. Und ich bin da einigermaßen eingestiegen und habe mich sogar getraut, mal Multiplayer zu spielen. Ja. Hab deutlich verloren, aber man lernt damit was. Und was? Dass ich's nicht kann. Okay. Cool, langsam sieht das Viech wirklich aus wie ein Insekt. Und weiter geht's mit dem Sammeln. Stirb, Tyler, stirb! Sehr schön. Jetzt habe ich natürlich was völlig vergessen. Und zwar, dadurch, dass mein Gehirn jetzt gewachsen ist, kann ich ein Rudelmitglied anwerben. So. Das zeige ich noch. Ich will nämlich nur bezirzen mit Singen. Und ich kann gar nicht gut singen. Aber... wir haben jetzt ein Rudelmitglied, das uns begleiten wird, bei Kämpfen unterstützen und so weiter. Wenn wir friedfertig spielen würden, was wir ja nicht tun, könnten wir, nachdem wir andere Stämme überzeugt haben, von denen Leute rekrutieren. Und so einen bunt gemischten Stamm zusammenstellen. So, ich war noch dabei, die hier auszulöschen. Tyler und Tyler. Auslöschen. So, ich mache jetzt eine kleine Gaming-Pause, nachdem ich das hier eingesammelt habe. Was aber nicht bedeutet, dass die Let's Play-Reihe natürlich zu Ende ist. Wir machen dann an genau der Stelle weiter, wo ich aufgehört habe, nämlich an meinem Nest. Einmarschieren.